Rudy Giulianis gesunder Menschenverstand, Episode 39. Beunruhigende Enthüllung über den Sexhandel. Interview mit Jacob Buyens. Willkommen zurück zu Rudys gesunden Menschenverstand. In der heutigen Episode geht es um einen sehr ungewöhnlichen Mann. Ein Mann, der zwei oder drei Missionen übernimmt, die für jeden von ihnen ein Leben lang dauern würden. Aber ein Mann, der sehr engagiert und sehr talentiert ist, der eine enorme Perspektive für jedes dieser Probleme und ein Bewusstsein einbringt, das wir hier in den Vereinigten Staaten brauchen. Jacob Buyens. Ich bin sicher, viele wissen, wer er ist, aber jetzt werden wir noch viel mehr über ihn herausfinden. Und ich werde ihn all diese verschiedenen Dinge beschreiben lassen, die er gegen den Sexhandel, gegen Hunger, Verhungern, für die Ernährung der Menschen tut und im Grunde die allgemeine Einstellung, die man in der Gesellschaft haben muss, die positive Einstellung, die man braucht. Es ist mir also eine große Freude, dich hier zu haben, Jacob. Ich bin ein großer Bewunderer all dessen, was du in so kurzer Zeit erreicht hast. Vielleicht fangen wir damit an, wie es dazu gekommen ist. Wie haben Sie sich mit diesen Missionen beschäftigt? Ich meine, ich weiß von einem Ort, den Sie Jacob Buyens Mission nennen. Ich glaube, Sie sehen darin so etwas wie eine Berufung, wie ein Priester oder ein Pfarrer in gewisser Weise. Also, erzählen Sie uns, wie alles begann. Ja, vielen Dank. Sie wissen, dass ich viel von Ihnen gelernt habe. Und ich meine, dass wir alle viel gelernt haben. Ich fühle mich einfach geehrt, in der Sendung zu sein. Und ich danke Ihnen, dass Sie der Patriot sind, der diesem Land dient. Und ich bin glücklich, in der Show zu sein. Die meisten Dinge, die ich anpacke, sind Dinge, die wir im Leben erlebt haben. Sie wissen, dass meine Schwester Ilonka 1994 6 Jahre lang Opfer von Sexhandel war. Und wir wurden von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen, einer liebevollen, fürsorglichen Mutter, einer Lehrerin, einer Frau, die auf dem Höhepunkt der Apartheid-Ära für die Freiheit gekämpft hat. Sie hat in dieser Zeit viel Spott erfahren müssen. Und so wie wir erzogen wurden, wurden wir in Gottes Namen erzogen und dazu erzogen, dass alle Menschen gleich sind. In einer Zeit, in der die Hautfarbe in Südafrika wirklich eine Rolle spielte, war es eine turbulente Zeit. Und Ilonka wurde Opfer von Sexhandel und niemand nannte es damals Sexhandel. Alle dachten, sie sei eine Ausreißerin. Wir wussten natürlich, da unsere Familie auch heute noch so eng verbunden ist, dass sie es nicht war. Mein Bruder und ich mussten buchstäblich aus erster Hand lernen, wie man von Nachtclub zu Nachtclub und von Ort zu Ort fährt, wie man Tätowierungen liest, wie man mit Leuten redet, wie man mit Leuten auf der Straße redet, um zu versuchen, eine Schwester wiederzufinden. Und sie wurde durch Südafrika geschleust. Das war keine Flucht. Sie gewann damals einen Wettbewerb, ähnlich wie American Idol. Wie alt war sie zu diesem Zeitpunkt? Nun, sie war 12 und wurde 13. Das ist das Durchschnittsalter der Kinder, die in den USA Opfer des Kinderhandels werden. Also Durchschnittsalter 12 Jahre. Ist das richtig? Ja, und das ist ein Grund, und ich kann Ihnen sagen, warum. Ich glaube, die Amerikaner sind sehr besorgt darüber. Aber ich glaube, wir wissen nicht genug darüber. Das glaube ich wirklich. Ist das richtig, dass wir es nicht wirklich wissen? Auf jeden Fall. Ich will an dieser Stelle sagen, dass ich diesen Kampf in den USA unter drei Präsidenten geführt habe. Präsident Bush, Präsident Obama und Präsident Trump. Ich versuche nicht, jemanden herabzusetzen. Es gibt nur einen dieser drei Präsidenten, der öffentlich gegen den Kinderhandel Stellung bezogen hat. Und es ist Präsident Trump. Er hat die Durchführungsverordnung unterzeichnet. Ich hatte Glück, da ich eingeladen wurde vom Weißen Haus und konnte ihm dabei zusehen. Aber wir hatten keine Unterstützung bei den anderen Behörden, zumindest nicht auf Bundesebene. Er leistet also eine phänomenale Arbeit. Aber warum es sich um Zwölfjährige handelt, liegt daran, dass Online-Täter vorwiegend Mädchen analysieren und ein Profil von ihnen erstellen. 97% der Opfer sind Mädchen oder Frauen, Jungen sicher auch, aber 97% sind Frauen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als die Pubertät, um ein Mädchen zu analysieren und ein Profil zu erstellen. Wenn es bereits verwirrt ist, versteht es ihren eigenen Körper nicht mehr und spricht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit ihrem Vater. Die Vaterfigur spielt dabei keine große Rolle. Jungen werden sehr wichtig. Mit den sozialen Medien im Internet ist es im Grunde genommen eine Art Buffet für Jäger, die sehr geschickt und erfahren sind und die über einen gewissen Zeitraum das jeweilige Kind umgarnen. Und durch Covid haben wir mehr Fälle erlebt als je zuvor in der Geschichte. Die Zahlen sind episch im Verhältnis zur gesamten Dauer. Ein Kind beschäftigt sich also mit einem Jungen, nennen wir ihn Johnny, der 14 ist, aber in Wirklichkeit ist er ein 42-jähriger Mann, der ein Profil dieses Kindes erstellt hat. Er sucht nach Schwächen bei diesem Mädchen. Er schaut, ob sie Vaterprobleme hat, ob es Armut gibt. Man erstellt ein Profil von ihr, so wie man einen Fall beim FBI oder CIA konstruieren würde. Und wenn sie ein weiches Ziel finden, stürzen sie sich auf sie.
Und zwar mit der Affirmation, Nötigung, Betrug, wie Sie wissen. Sie können sie ärgern. Sie können sie umgarnen. Und so geschieht es in unserem Land. Und leider sind wir die führende Nation in der Welt, die Sex mit Kindern kommerzialisiert. Sind wir auch beim Sexhandel die führende Nation? Nein, es gibt Länder wie Kambodscha und der Nahe Osten, wo die sexuelle Ausbeutung von Kindern sicherlich häufiger vorkommt, aber es ist Teil ihrer Kultur und wird durch ihre religiösen Überzeugungen abgedeckt. Es gilt also nicht als Sexhandel im Nahen Osten, wenn sie eine Achtjährige mit einem Erwachsenen verheiraten, sondern als deren Kommerzialisierung. Das macht es tatsächlich zu einem Industriezweig, bei dem die führende Nation der Welt, die USA, jährlich 30 Milliarden Dollar einnimmt. 30 Milliarden. Und wir sprechen hier von Minderjährigen, die im Durchschnitt 12 Jahre alt sind. Richtig. Also 17 und jünger ist ein Minderjähriger nach dem Bundesgesetz. Ich spreche von abgeschlossenen Fällen, bei denen ein 17-Jähriger oder ein 16-Jähriger wie ein 18-Jähriger aussehen kann. In den meisten Fällen fast vorpubertär oder mitten in der Pubertät, stimmt's? Eigentlich ja, eigentlich schon. Denn Sex ist eine Droge. Es kann ganz in Ordnung sein. Wenn es eine sexuelle Perversion wie bei jeder anderen Droge gibt, findet eine Steigerung statt. Man fängt nicht mit einem Opiat an, man fängt nicht mit Heroin an, sondern man steigert sich. Man fängt also mit sanfter Pornografie an. Man fängt ganz normal an, dann wird ein Kind in der Familie missbraucht und dann entwickelt man sich weiter. Sie wissen, dass Pornografie eine große Rolle spielt. Und Kinderpornografie ist heute in den USA weit verbreitet. Wir nähren also eine pädophile Denkweise und normalisieren sie auf vielen Ebenen in diesem Land, was sehr gefährlich ist. Der Zweck des Sexhandels besteht also darin, eine Gruppe junger Frauen aufzubauen, mit denen man mit Pornografie oder mit Prostitution Geld verdienen kann. Oder ist es der eigene Vorteil für die Person, die ihn betreibt? Oder ich vermute, all diese Dinge? Es sind all diese Dinge. Und Sie stellen eine sehr, sehr gute Frage. Sie wissen, dass Jeffrey Epstein eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, die Leute werden davon wissen, richtig. Ja, was ich nicht will, ist, dass die Öffentlichkeit denkt, dass es nur die oberen Kreise der Milliardäre sind, die das tun. Wir haben den Hausmeister, den Schuldirektor, den Polizeichef und den amtierenden US-Staatssenator in Philadelphia verhaftet und festgenommen. Richtig? Jeffrey Epstein, der CEO der Fortune 500 oder Joan, der Fußball Trainer von nebenan. Weil es um Sex geht, gibt es in jedem Haus außer Sauerstoff und Wasser noch zwei Dinge, Sex und Geld. Und wenn Sie eines dieser beiden Dinge als pervers empfinden, dann werden Sie ein echtes Problem haben. Und wir haben in den 60er Jahren eine Vereinbarung der sexuellen Perversion in diesem Land getroffen. Wir haben freien Sex normalisiert und dafür zahlen wir heute teuer dafür. Unsere Kinder bezahlen dafür, angesichts all dieser riesigen Gruppen, die für die Normalisierung der Pädophilie kämpfen. Ich höre also, dass es einen Unterschied zwischen uns jetzt und irgendwann in der Vergangenheit gibt. Denn viele Leute mögen denken, dass es früher einfach nur vertuscht wurde, aber jetzt wissen wir einfach mehr darüber. Aber was Sie mir sagen wollen ist, dass es jetzt wesentlich schlimmer ist, als es wegen der schlechten Seiten der sexuellen Revolution hätte sein können, sagen wir mal so. Mal angenommen, wenn wir so etwas wie einen Banküberfall legalisieren würden. Mal angenommen, wir desensibilisieren die Menschen. Sie wissen, was das bedeutet. Es versichert den Menschen, dass das nicht wirklich so schlimm ist. Und sie fangen an, es zu normalisieren. Jeder Kerl, der je daran gedacht hat, eine Bank auszurauben, aber es nie getan hat, macht es jetzt. Mein Risikoprofil ist gerade gesunken. Sie sagen also, dass Menschen am Rande der Gesellschaft oder Menschen, die so veranlagt sein könnten, aufgrund von sozialen Hemmungen, aufgrund von Strafgesetzen, niemals daran denken würden. Es steckt im Inneren, aber es kommt nie hervor. Diese Menschen werden jetzt aufgrund der Ereignisse mit hineingezogen. Das ist richtig. Und wir sehen es auch. Wenn Sie sich zum Beispiel die Antifa anschauen, so von der ersten Sekunde an hat die Antifa erkannt, dass sie Menschen angreifen kann, die Polizei angreifen kann. Und es hat keine unmittelbaren harten Konsequenzen gegeben. Ihre Zahl wuchs. Deshalb müssen Sie verstehen, dass die Pädophilie jetzt ein Problem ist. Pädophilie zieht buchstäblich die Nervenbahnen im Gehirn zurück und zeichnet sie nach. Pornografie und Pädophilie haben physiologische und psychologische Auswirkungen. Das ist nicht wie Alkohol. Das ist eine Droge, bei der man nur unter ihrem Einfluss steht, wenn man trinkt. Pädophilie verändert tatsächlich die Nervenbahnen. Es ist, als würde man einem Pferd Scheuklappen aufsetzen. Man beginnt einen Tunnelblick zu haben. Man sieht Sex. Das ist alles, was man sieht. Ihr Gehirn setzt Endorphine frei, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Sie wachen mit diesem Bedürfnis auf
sexuelle Befriedigung bedeutet. Ihr Jeffrey Epstein hat alle zwei Stunden Mädchen missbraucht. Der Kerl hatte so einen Tunnelblick, dass sich sein ganzes Leben darum drehte, was als nächstes passiert, was der nächste Kick ist. Wenn ich das alles höre, muss ich sagen, dass ich ziemlich schockiert bin. Aber was tun Sie dagegen? Zunächst mal, was tun Sie? Und dann, was können wir als Gesellschaft, als Land, als Stadt und als Staat tun? Was tun Sie im Einzelnen? Und wie gehen Sie damit um? Ich kehre die Frage mal um. Wir kämpfen. Vielen Dank. Wir kämpfen diesen Kampf auf mehreren Ebenen. Als erstes kümmern wir uns um die amerikanischen Familien. Die Eltern müssen das verstehen. Es ist keine auswärtige Angelegenheit. Es ist eine innenpolitische Angelegenheit. Es ist in ihrer Nachbarschaft. Es ist in jeder Nachbarschaft. Sie müssen verstehen, dass die Werkzeuge, die wir heute benutzen, um unsere Kinder zufriedenzustellen, die großen Werkzeuge sind, mit denen man sie ausspionieren kann. Sie müssen verstehen, dass es sich hier nicht um eine Entführung handelt. Der Kinderhandel findet zu Hause statt. Sie verheimlichen es vor ihren Eltern. Auf jeden Fall, Sir, ja. Sir, das Handy. Das Handy ist zum Zuhälter geworden. Ein Zuhälter ist heute nicht mehr nötig. Sie verfügen quasi über eine Lieferkette, in der der Käufer von Sex und das Kind direkt miteinander verbunden werden. Das macht die Strafverfolgung so schwierig, weil man hier von der menschlichen Psyche spricht. Es gibt keinen Spürhund, der die Opfer des Sexhandels wittern kann. Meine Schwester zum Beispiel. In dieser Sekunde, als sie das erste Mal missbraucht wurde, haben sie ihr den Tagesablauf meiner Mutter vorgelesen. Sie sagten, wir töten deine Mutter. Dein Bruder ist hier an der Universität. Und in der Sekunde, in der man dem Opfer Angst einjagt, verteidigt man sich. Ich verteidige meine Schwester. Und wenn ein Vater nachts in das Zimmer einer Tochter kommt und sagt, hey, das ist unser Geheimnis, aber wenn du mich das nicht tun lässt, werde ich es deiner Schwester antun. Das ist eine schmutzige Taktik. Aber es ist Psychologie, die funktioniert. Und so müssen wir die amerikanischen Familien darauf aufmerksam machen. Wir müssen den Vater zurück nach Hause holen und nicht nur ins Haus. Nein, richtig anwesend. Führen Sie wirklich harte Gespräche mit Ihren Kindern. Lassen Sie sich anschauen, wer die Freundschaftskreise sind. Unser Situationsbewusstsein in Amerika, würde ich sagen, ist das niedrigste der Welt. Situationsbewusstsein in Bezug auf das, was unsere Kinder tun. Und die Gesellschaft. In der Polizeiakademie haben sie die Polizisten unter ihnen als erstes unterrichtet. In einer erstaunlichen New Yorker Polizeibehörde war Situationsbewusstsein. Zu wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Können Sie in einen Starbucks gehen und erkennen, wenn etwas fehlt? Oh, absolut. Und in unseren Familien gibt es das nicht. Also haben unsere Kinder die falschen Freunde, spielen die falschen Spiele, haben die falschen Einflüsse und es ist offensichtlich alles im Verborgenen. Deshalb müssen wir als Nummer 1 das Bewusstsein dafür schärfen. Zweitens sind wir mit der Homeland Security Investigations ICE an Informationen und Aufklärung beteiligt. Ich weiß, dass ich sehr eng mit allen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe und ihnen sehr viel Hilfe gebe, weil sie viele Schulungen benötigen. Da ist es genauso. Weil sie ausgebildet sind, um Prostitution zu erkennen. Das ist keine Prostitution. Das ist eine geistige Manipulation von Kindern, die schwer zu erkennen ist. Ich sage Ihnen, Leute, die sagen, schafft ICE ab, haben den Verstand verloren. Das ist die am weitesten verbreitete Agentur, HSI, Iceland Homeland Security und ihr Sondereinsatzteam. Wir könnten das nicht schaffen. Sie beschützen amerikanische Kinder. Und wie machen Sie das? An der Grenze mit der Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP leisten sie eine phänomenale Arbeit bei der Identifizierung der ausländischen Kinder, die ihnen begegnen. Aber was die Menschen nicht wissen, ist, dass Homeland Security und ICE, eine Abteilung der Homeland Security, tatsächlich für die Sicherheit amerikanischer Kinder sorgt. Im Inland sind sie pleite, weil sie die am weitesten verbreitete Behörde sind, die Profile des Sexhandels erstellt. Inzwischen hilft das FBI. Jaco, ich muss Ihnen sagen, es erinnert mich daran, Sie wissen, dass Sie die Dinge auf Ihre eigenen Erfahrungen beziehen. Als ich Bürgermeister wurde, hatten wir sehr wenig gegen häusliche Gewalt unternommen. Das war 1983 und 1994. Und eine wunderbare Gruppe führte eine Studie mit dem Titel »Verborgen hinter verschlossenen Türen« durch. Und im Grunde sagt sie aus, dass ein großer Teil der Verbrechen in New York hinter verschlossenen Türen geschieht. Im Wesentlichen mit Männern, die Kinder, Ehefrauen und Freundinnen schlagen. Und sie skizzierten die gesamte Symptomatik des Verbrechens und warum die Polizei beim besten Willen nicht wirklich wusste, wie sie es untersuchen sollte. Die Polizei würde hinzugezogen werden, die Frau würde sich dann gegen die Polizei wenden, weil sie unter der Furcht vor dem Mann, der sie missbraucht hat, steht. Wir mussten Dinge tun, wie zum Beispiel Unterkünfte für Frauen finden, weil sie Angst hatten, den Mann anzuzeigen und die Polizei einzuschalten. Der Mann könnte wissen, wo sie wohnt und zurückkommen und sie holen.
Wir mussten mehr einstweilige Verfügungen erwirken, ihn ins Gefängnis stecken, den Richter dazu bringen, härter durchzugreifen, und wir mussten Werbung machen, um die Frauen dazu zu bringen, sich zu melden. Und wir mussten den Polizeibeamten beibringen, wie man diese aufzeichnet, auch wenn die Frau nicht gegen den Mann vorgehen würde. Wir mussten auf 2 oder 3 Vorfälle warten, aber nach dem 3. Vorfall durften wir ihn selbst verhaften. All das musste ihnen beigebracht werden, und das aus gutem Grund. Davon hatten sie keine Ahnung. Ich glaube, das ist es, was sie meinen. Die Strafverfolgung muss etwas lernen. Viele Menschen hören davon. Ich wusste nie, dass so etwas vor sich geht. Ich meine, jeder Amerikaner weiß, dass es Probleme wie diese gibt. Ich habe keine Ahnung von der Tragweite dieser Probleme. Weil der Präsident ihnen die Autorität dazu gab und ihnen die Mittel dafür zur Verfügung stellte. Das FBI ist jetzt auch sehr engagiert. Ja, und das dient dem finanziellen Gewinn. Ein Kind, und schauen Sie, ich will das nicht fördern, aber ich möchte Ihnen einen Zusammenhang vermitteln. Ein Kind wird in einem Zuhälter $200,000 bis $250,000 pro Jahr steuerfrei bringen. $250,000 pro Jahr? Wie ist das möglich? Denken Sie jetzt eine Sekunde darüber nach. Der geschäftliche Teil pro Kind. Weil man leider, so grotesk das auch klingt, einmal ein Pfund Kokain verkaufen kann. Man kann ein Kind 10 bis 15 Mal am Tag verkaufen. Und die Leute werden sehr viel Geld für ein Kind bezahlen. Alles von 50 bis zu $2,000, je nach Erfahrung und abhängig davon, was es ist. Und es ist so krank, dass das so ist. Im Ernst, Sie können innerhalb eines Umkreises von 4 Meilen von Ihrem Standort aus ein Kind wie ein Menü vom Buffet bestellen. Das ist die Realität. Welche Erfolge haben Sie bisher gehabt, die Ihnen Hoffnung machen, dass wir hier wirklich etwas bewegen können? Ich verstehe, wie wichtig die Unterstützung durch den Präsidenten ist. Ich bin sicher, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie erreichen, mehr als bereit zur Zusammenarbeit sind. Sie müssen das auch hassen. Ganz sicher. Und unter diesem Präsidenten, und Sie wissen das sehr gut, sind die Strafverfolgungsbehörden jetzt in der Lage, die Zuständigkeit für Informationen zu teilen. Ja, sie werden unterstützt und sie werden moralisch vom Präsidenten unterstützt. Sie wurden unter dem letzten Präsidenten unterdrückt. Aber das ist ein anderes Problem. Es war ihnen absolut nicht erlaubt, Sondereinsatzkommandos einzusetzen. Und wir können viel darüber reden. Sie kennen Präsident Obama. Aber jetzt sind sie ausgestattet und in der Lage, Informationen zu teilen, was bisher noch nicht der Fall war. Aber unsere erste Verteidigung sind immer noch die Eltern. Das ist die erste Verteidigungslinie. Und deshalb müssen wir die Eltern mit dem Wissen ausstatten, dass dies real ist. Nicht, um ihnen Angst zu machen, sondern um ihnen zu sagen, dass sie unbedingt aufwachen und das verstehen müssen. Sie müssen Eltern sein. Man muss die Kinder erziehen. Es gibt keinen Grund, warum nicht jeder Erstsemester an der Highschool und wiederum jeder Erstsemester am College über den Sexhandel aufgeklärt werden sollte. Jedes einzelne Kind sollte das durchlaufen, um zu wissen, wie sie analysiert werden, sodass das Kind sagen kann, wenn die Alarmglocke ertönt, und aus diesem Grund haben wir den Film 8 Days produziert. Es ist ein ausgezeichneter Film. Es ist einfach ein Werkzeug, das wir den Strafverfolgungsbehörden in die Hand gegeben haben. Und wir haben jetzt in 56 Ländern geholfen. Aber unser Schwerpunkt ist das amerikanische Kind, weil wir so oft eine großartige Arbeit leisten wie andere Amerikaner in der übrigen Welt. Ich komme aus Südafrika. Ich weiß, wie viele Missionare nach Afrika strömen. Aber ich frage mich immer noch, führen wir Missionen in unseren eigenen Städten durch? Helfen wir unserem eigenen Volk? Und jahrzehntelang wurde das amerikanische Kind dabei übergangen. Keine Frage, wir haben in Kambodscha, auf den Philippinen und in Manila und deren Städte eine Menge Arbeit geleistet. Aber in den USA erkannten die Kriminellen das. Und das ist der Grund, warum es in Mexiko kein einziges Drogenkartell gibt. Kein einziges. Sie haben sich nicht bekehrt. Wegen des Geldes? Wegen des Geldes. Sie würden das nicht tun, wenn es nicht sehr lukrativ wäre. Genau, die Drogen sind ziemlich profitabel. Sie sagen mir, das ist genauso profitabel wie die Drogen, wenn nicht sogar noch mehr. Lukrativ. Es ist nach den Drogen und auch durch die Finanzierung zweitrangig. Es hat die illegalen Waffen in unserem Land übertroffen. Es ist ein echtes Geschäft. Und eines möchte ich noch erwähnen. Wir müssen das wirklich tun. Wir brauchen eine bessere Unterstützung durch das Justizsystem, durch das Justizministerium. Ich werde Ihnen sagen, warum. Es gab keine Gesetze für uns. Ein 12-jähriges Kind, das 2013 in Omaha, Nebraska Opfer von Menschenhandel wurde, war kein Opfer. Sie war eine Prostituierte. Und deshalb mussten diese Gesetze jetzt in allen 50 Staaten geändert werden. Wer 17 Jahre alt und jünger ist, muss nicht vor Gericht Gewalt, Droge oder Nötigung nachweisen. Sie oder er ist ein Opfer. Es wird also gesetzlich genauso behandelt wie Vergewaltigung.
Genau so ist es. Denn sie werden gesetzlich als nicht einwilligungsfähig eingestuft. Ab 18 Jahren müssen sie Gewalt, Betrug oder Nötigung nachweisen. Hier ist ihr Problem. Die Zuhälter sind schlau. Sie verstehen das. Hey, wenn ich mit einer 16-Jährigen verkehre, dann mache ich sie mir gefügig. Sie wird 18 Jahre alt und das Gesetz ist nicht mehr anwendbar. Sie wird von einem Opfer zu einer Prostituierten. Aber es ist nicht so, dass dieses Kind eines Morgens aufwacht und plötzlich einen Schalter umlegt und es ist alles in Ordnung. Sie wissen, was jetzt kommt. Ich bin mental natürlich wach, weil ich die Kurve gekriegt habe. Es ist also eine sehr große Grauzone, die ausgenutzt wird. Es ist schwierig. Und aus diesem Grund haben viele unserer Bezirksstaatsanwälte im Land Angst vor diesen Fällen. Sie bringen sie nicht vor Gericht. Sie einigen sich. Sie bringen den Zuhälter vor Gericht, weil der Zuhälter normalerweise Vorstrafen hat. Probleme. Damit sie ihm andere Dinge anhängen können. Unser Problem im Land, und aus diesem Grund hat Bürgermeister Cuomo in New York das getan, was es so verheerend macht, dass es keine Kaution gibt. Er hat kein Kautionsgesetz. Ich werde Ihnen sagen, was das Verheerendste ist. Die Tatsache, dass die Freier die Käufer von Sex mit Kindern... Sie betrachten sie als gewaltlos. Sie kommen frei. Ach du meine Güte. Sie wissen, dass sie dasselbe mit Drogendealern machen. Sie betrachten sie als nicht gewalttätig. Jeder Drogendealer, den ich jemals verfolgt habe, hatte eine Menge Waffen, weil sie Menschen erschießen und sie werden erschossen. Ich meine, das ist so unrealistisch. Was Sie mir also sagen wollen ist, dass diese Zuhälter von kleinen Kindern entlassen werden. Sie gelten als nicht gewalttätige Kriminelle. Ja, absolut. In New York kommen sie ungeschoren davon. Landesweit werden die meisten Freier, die Männer, die für den Geschlechtsverkehr mit einem Kind bezahlen, freigelassen. Welche Wirtschaftswissenschaften lehrt uns das? 1:1, Angebot und Nachfrage. Wir können also den ganzen Tag lang Ausschau nach Angeboten halten, aber es ist so, als ob wir einen bösen Diktator im Nahen Osten beseitigen wollen. Der Nächste sagt, ich bin bereit, in seine Fußstapfen zu treten. Wir müssen hinter den Männern in diesem Land her sein, vor allem hinter Männern ab 30 Jahren und älter, Väter von 2 Kindern. Das ist der durchschnittliche Käufer von Sex mit Kindern in unserem Land. Diese sind Väter. Wir müssen hinter diesen Männern her sein. 30, männlich 30. 30 plus und Vater von 2 Kindern. Warum ist das so? Warum Väter von 2 Kindern? Genau darauf läuft es hinaus. Darauf läuft die wirtschaftliche und demografische Entwicklung hinaus. Und generell Menschen, die über gewisse Mittel verfügen. $100,000 im Durchschnitt ist das Gehalt des mittleren Käufers. Aber denken Sie jetzt darüber nach. Der Hausmeister, der dies tut, kann sich vielleicht ein Kind pro Monat leisten. Jeffrey Epstein hatte alle 2 Stunden ein Kind. Okay, welche Programme verwenden Sie jetzt? Ich weiß, dass Sie eine Menge tun, aber ich möchte Sie bitten, sie zu skizzieren, damit die Strafverfolgungsbehörden, die Eltern, die Schulen, also kritische Stellen davon erfahren. Was ist Ihre Version, wie Sie die Menschen darauf aufmerksam machen können, damit sie anfangen können zu handeln? Ja, es muss ein multilateraler Ansatz sein. Also haben wir uns mit 65 NGOs im ganzen Land zusammengetan. Das funktioniert und sie vertreten bestimmte Postzahlenbereiche, wie zum Beispiel Traffic 9-11 in Dallas, Texas. Die arbeiten nur im Bezirk Dallas. Und dann starten wir diese NGOs aus. Wir führen Defizitanalysen durch. Was brauchen sie? Wir haben nicht jede Antwort. Und wir stellen uns definitiv nicht über irgendjemanden. Aber sie leisten großartige Arbeit. Was brauchen Sie? Vielleicht brauchen Sie einen Lehrplan, um in die Schulen gehen zu können. Also haben wir einen Lehrplan geschrieben. Wir haben ganze ISDs ausgebildet. Die Irving ISD in Texas zum Beispiel umfasst 40 Schulen, in denen wir jeden einzelnen Zehntklässler ausbilden, alle Lehrer, alle anderen Berufsberater, die Superintendenten. Wir bilden sie aus. Dann bilden wir die Eltern nach einer anderen Methode aus und gleichzeitig wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden. Im Jahr 2019 habe ich persönlich 100 FBI-Spezialagenten darin geschult, wie man ein Kinderprofil erstellt, weil es sehr schwierig ist, ein Kinderprofil zum Beispiel in einem 7-Eleven Truckstop zu erstellen. Nun, wie identifiziert man ein Kind, das unter sexuellem Zwang steht, weil kein Opfer sich selbst identifiziert? Sie fürchten sich, sie sind indoktriniert, sie tun es nicht. Ich habe in 25 Jahren noch nie ein einziges Opfer gesehen, das, wenn es gerettet wird, gesagt hat, ich bin ein Opfer. Ihr Zuhälter hat ihnen gesagt, du bist verantwortlich. Du hast das getan. Du bist kein Opfer. Und so ist es Indoktrination. Dann helfen wir also auch beim Schreiben von Gesetzen.
Gesetzen. Wir halfen letztes Jahr bei der Ausarbeitung von Gesetzen in verschiedenen Staaten, in denen nachteilige Entscheidungen getroffen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Oklahoma handelt es sich um einen konservativen Staat. Oklahoma hat zum Beispiel entschieden, dass er Studentinnen und Studenten aufnehmen werde, und zwar in voll ausgestatteten Studentenwohnheimen auf ihrem College-Campus. Jetzt haben sie also Jungen und Mädchen, 18-Jährige, die in die gleiche Dusche gehen. Plötzlich schießt die Zahl der Vergewaltigungen in die Höhe. Natürlich ist das passiert. Natürlich. Und so kamen wir ins Spiel und mussten ein Gesetz verfassen, eine Gesetzesvorlage, die schnell verabschiedet werden musste. Das war's. Jetzt müssen wir jeden Schüler in Oklahoma schulen, damit sie wissen, wie das Profil eines potenziellen Täters aussieht. Und deshalb müssen wir aufhören, Gesetze zu machen, die uns das Leben schwer machen. Wir müssen die bestehenden Gesetze durchsetzen. Nummer eins, wenn ein Pädophiler ein Kind missbraucht, muss er die Höchststrafe bekommen, die normalerweise 30 Jahre beträgt. Dieser Typ muss weggesperrt werden, weil wir das Risikoprofil für diese Typen erhöhen müssen. So wie ich das verstehe, und es ist im Grunde aussichtslos, gibt es kein bekanntes Regiment, das einen Drogenabhängigen aufnimmt. Sie werden die Drogenabhängigen nicht heilen. Aber ich kenne Drogenabhängige, die seit 30 Jahren keine Drogen mehr nehmen. Als Drogenabhängige haben sie wenigstens eine Chance. Als Alkoholabhängiger haben sie zumindest eine Chance. Aber ich kenne kein Programm, das bei diesen Menschen Erfolg gehabt hätte. Habe ich damit recht oder bin ich einfach ignorant? Sie sind sehr gut informiert. Man nennt sie Freierschulen, John Schools. Und ich hasse den Begriff John, weil ich Freunde habe, die John genannt werden und die gute Jungs sind. Aber so wird es eben genannt. Es ist eine wunderbare Sache, denn es ist der Lieblingsapostel von Jesus. Auf jeden Fall. Aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Pädophilen getroffen, der rehabilitiert wurde. Ich habe Opfer kennengelernt. Wegen der Neuformierung der Nervenbahnen im Gehirn ist es so. Und sehen Sie, wenn ich kurz über meinen Glauben sprechen darf, dann ist es eine klare Beschreibung in der Heiligen Schrift. Wenn Sie Ihren Tempel verletzen, dann ist es eine Verletzung Ihres eigenen Körpers. Das ist sehr schädlich. Ja. Sex ist mächtig und so werden diese Typen nicht rehabilitiert. Und wenn wir ihnen erlauben, frei herumzulaufen, wie es in New York geschieht, dann haben wir ein echtes Problem am Hals. Jetzt haben wir gleichzeitig Gruppen, die den Sex mit Kindern normalisieren. Es gibt eine Bewegung namens Love is Love. Sie wurde in San Francisco geboren, was nicht überrascht. Sie breitete sich dann nach Love is Love ist der Name? Love is Love. Und diese Gruppe sammelt derzeit Unterschriften, um zu versuchen, in Kalifornien eine Gesetzesvorlage auf den Weg zu bringen, um Pädophilie als sexuelle Orientierung einzustufen. Nun möchte ich, dass Sie verstehen, was passiert, wenn das geschieht. Genau wie Sie es sagen. Eine Person entscheidet, dass sie in der LGBTQ-Gemeinschaft sein möchte. Man wird es als sexuelle Orientierung klassifizieren, damit die Person Rechte hat. Zweitens klassifizieren Sie Pädophilie als eine sexuelle Orientierung. Wir werden ein Problem erleben. Es gibt eine Menge Unterstützung, eine Menge. Bis zu dem Punkt, wo es bereits... Die normalen Menschen unterstützen das? Nein, es ist die normale Situation. 1% der Gesellschaft. Der Hund beißt sich in diesem Moment in den Schwanz. Es gibt zum Beispiel einen Lehrplan namens CSE, ganzheitliche Sexualerziehung. Es gibt in unserem Land ein Bundesgesetz, das eine Schule oder einen unabhängigen Schulbezirk davor schützt, den Eltern nicht den vollständigen Lehrplan zeigen zu müssen. Sobald ein Elternteil etwas wissen will, sie müssen ihnen den Lehrplan nicht zeigen. Sie haben diesen Lehrplan in 29 Bundesstaaten gesetzlich verankert. Zuletzt der Bundesstaat Washington. Gouverneur Inslee wiederum förderte Kindesmissbrauch, weil dieser Lehrplan für 10-Jährige gedacht ist. CSE und ich ermutigen die Eltern, in diesen öffentlichen Schulen zu fragen, ob sie den CSE-Lehrplan unterrichten. Und wenn ja, dann müssen sie in den Krieg ziehen. Ja, ich werde nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber wir hatten Anfang der 90er Jahre eine Situation wie diese. Das ist einer der Gründe, gegen den ich mich bei meiner Kandidatur zum Bürgermeister gewehrt habe, als es Eltern nicht erlaubt war, ihre Kinder aus dem Sexuallehrplan herauszunehmen, wenn sie nicht damit einverstanden waren. Und ich wurde gewählt und änderte es. Und ganz ehrlich, bei dem jetzigen Bürgermeister weiß ich nicht, was los wäre, weil es ihm egal sein wird. Er ist nicht gerade ein guter Bürgermeister. Also muss ich Sie jetzt fragen, welche Organisation die Leute finden können und wie Sie sie finden können, wenn Sie mit ihnen Kontakt aufnehmen und mitteilen wollen, könnten Sie das mit meinem Schulbezirk machen.
Können Sie das für meine Organisation tun? Wie können Sie sie finden? Wir werden das alles auch für Sie auf den Bildschirm bringen. Ja, oder Sie gehen Sie trainieren, die Strafverfolgungsabteilung. Ja, irgendetwas davon. Trainieren. Die Organisation heißt sharetogethernow.org. Sharetogethernow.org. Und Sie befinden sich außerhalb von Dallas gelegen. In Dallas. Aber wir arbeiten in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Wir unterstützen NGOs und alle 50 Staaten. Und dann haben Sie etwa 65 Gruppen auf Ihrer Arbeitsliste? Also ja, es werden noch mehr, ja. Wenn ich also sage, ich möchte, dass Sie in meinem Schulbezirk in Long Island oder so kommen, dann würden Sie die richtige Gruppe finden und Sie würden kommen und Leute oder Elternorganisationen in diesem Schulbezirk ausbilden. Auf jeden Fall. Wir kommen mit und trainieren sie. Und es ist immer am besten, eine Gemeinschaft zu bitten, ihre eigene Gemeinschaft zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass ich in New York sagen muss, hey New York, können Sie Geld für uns spenden, um den Sexhandel in Dallas, Texas zu bekämpfen? Nun muss ich in Dallas fragen. Es gibt Zuständigkeitsverhältnisse. Wir müssen die Verantwortung für unsere Gemeinden übernehmen. Und wir müssen damit aufhören, den Strafverfolgungsbehörden das Leben so schwer zu machen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Strafverfolgung jedes Problem dieser 365 Millionen Amerikaner lösen kann. Und zählen Sie mal, wie viele Strafverfolgungsbehörden wir haben. Wir müssen unser Bewusstsein in unseren Gemeinden schärfen. Und der Abwärtstrend war noch nie so wichtig wie in dieser Situation. Etwas so Kleines wie die Stimmabgabe für den Lehrer-Elternausschuss Ihrer Schule. Sobald Sie nicht zur Abstimmung erscheinen und Ihre Stimme nicht abgeben, werden Ihre Kinder mit einem sexuellen Lehrplan indoktriniert werden, der fast schon so weit geht, dass Sie den Schaden, der angerichtet wird, nicht wieder gut machen können. Wenn Sie anfangen, diese sexuellen Konzepte bei einem 8-Jährigen einzuführen, hat das einen massiven Einfluss auf den Verlauf seiner Zukunft. Deshalb muss man sie in die Ermächtigung der Eltern einbeziehen. Wir nehmen dem Spielfilm 8 Days. Dafür berechnen wir keine Gebühren. Wir zeigen ihn. Wir zeigen ihn als Gesprächsgrundlage. Wir bringen die Strafverfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit zusammen. Wir bringen die Medien zusammen. Und dann starten wir Programme in den lokalen Gemeinden und dann geben wir ihnen die Mittel zur Verfügung. Und wie erfolgreich sind Sie gewesen? Wo konnten Sie dies tun? Wie empfinden Sie den Erfolg, den Sie hatten? Wir wollen uns nicht selbst loben, aber sehr, sehr erfolgreich. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dies ist eines der Dinge wie Mütter gegen Trunkenheit am Steuer, mit denen es anfing. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich bei einem ihrer frühen Treffen war und absolut schockiert darüber war, dass die Leute nicht daran denken, wenn man trinkt, sollte man nicht fahren, weil man für den Rest seines Lebens auf dem Gewissen haben könnte, dass man jemanden umgebracht hat. Und ich sagte mir, das ist ein Verbrechen, das wir reduzieren können, weil viele gute Menschen hineingeraten, ohne sich über die Folgen ihres Tuns im Klaren zu sein. Mütter gegen Trunkenheit am Steuer hat wunderbare Arbeit geleistet, um Leben zu retten. Dasselbe gilt für Kinder und häusliche Gewalt. Es gibt viele Organisationen, wie zum Beispiel Sicher zu Hause. Was wäre, wenn Sie den Leuten beibringen könnten, wonach sie suchen sollen? Sie könnten die Sache drastisch reduzieren. Denn es ist richtig so. Es ist alles vor Ihrer Nase, nur Sie bemerken es nicht. Einmal habe ich zu Gott gebetet und ich sagte, Gott, zeig mir etwas, das ich einer amerikanischen Mutter mit auf den Weg geben kann. Denn ich liebe es zu sagen, was kann ich heute tun? Andere Menschen gehen, okay, aber ich möchte helfen. Die mächtigste Person in unserem Land, der Präsident, ist vom Gesetz her mächtig. Aber eigentlich ist es die Fußballmutter. Sie ist diejenige, die mächtig ist. Das ist die mächtigste Person, denn sie hört Gespräche, sie sieht andere Kinder. Sie hat einen riesigen Einfluss. Wenn Sie diese Mutter mit dem ausstatten, worauf sie achten und was sie tun soll, wenn sie etwas sieht. Die Fußballmutter, ähnlich wie die Dan-Mutter, als es noch große Pfadfinderorganisationen gab. Und die Leute fragen mich immer, wir können doch nicht alle den Kopf des Riesen angreifen, der Washington D.C. ist. Ich gehe und wir greifen den Kopf des Riesen an. Wir sprechen vor dem Kongress, wir kämpfen vor dem Senat im Repräsentantenhaus. Das verlange ich nicht von einer Mutter in Shreveport, Louisiana. Ich bitte eine Mutter, erstens, verteidige dein Haus, dein Heim, deine Kinder, dann deine Nachbarn, dann deine Straße, dann deine Schule. Das kann sie tun. Alle Eltern können das tun. Sie können sich verteidigen, wenn wir ihnen die Werkzeuge in
die Hand geben und sie an Orte bringen, wo sie begreifen, okay, kann ich sehen, nichts Böses hier, nichts Böses, wo wir sind. Denn hier gibt es keine Grauzone. Man ist für sexuellen Kindesmissbrauch oder man ist dagegen. Anders kann man das nicht sehen. Und wenn man es einmal weiß und sich jetzt abwendet, dann ist es eine grenzwertige Beihilfe, die wir sehr oft beobachten. Nämlich, wenn man jemanden wie Bürgermeister Cuomo beobachtet, denn glauben Sie mir, er ist informiert worden. Er ist sehr gut darüber informiert, wie weit der Sexhandel in New York verbreitet ist. Darf ich Ihnen sagen, dass New York City... Warum sollte Gouverneur Cuomo, den ich kenne, warum konnten Sie sich nicht an ihn wenden, mit der Begründung, dass sexuell veranlagte Menschen, die an Sexualverbrechen beteiligt sind, nicht so leicht davonkommen? Es verblüfft mich und wie es aussieht, kann ich das nicht sagen. Es ist unter seiner Aufsicht passiert, also ist er verantwortlich. Die Dollars. Oh, absolut. Wenn ich Bürgermeister wäre und mir das passieren würde. Bürgermeister de Blasio ist verantwortlich. Wissen Sie, und das ist eine Tatsache, wissen Sie, dass die Stadt New York City die Nummer 1 mit den Städten für den kommerziellen Sexhandel mit Minderjährigen in der Welt ist? In der Welt? Nein. Und es ist mir sehr, sehr peinlich. Es ist nicht mal 3 Jahre her. Ich wünschte, ich wäre wieder Bürgermeister. Denn ich glaube, das ist einer dieser Sachen. Ich schätze, Sie kennen meinen Werdegang bei der Strafverfolgung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit einem guten Bürgermeister, vor allem weil Sie die Kontrolle über die Polizei haben, dies sofort einschränken könnten. Es ist nicht schwer, das zu tun. Ich meine, nein, es ist nicht schwer. Wenn Sie einfach... Sehen Sie sich an, wie Sie am Broadway aufgeräumt haben. Sehen Sie sich an, was mit dem Broadway passiert ist. Der Broadway war jahrelang ein Bordellviertel. Sie räumten den Broadway auf. Sehen Sie sich an, was wir in New York mit der Kriminalität gemacht haben. Ich gebe Ihnen als Beispiel ein Verbrechen. Der Autodiebstahl war in New York sehr verbreitet, weil es das organisierte Verbrechen war, weil wir in New York teure Autos haben. Man kann viel Geld verdienen, aber Autodiebstahl haben wir allein in den 8 Jahren, die ich im Amt war, um 80% reduziert. Und ich glaube, wir waren die Ersten, die eine organisierte Aktion gegen häusliche Gewalt durchgeführt haben. Und in den ersten 2 Jahren ist die Zahl der Fälle gestiegen. Aber die Zahl der Fälle ist nicht gestiegen. Die Zahl der Fälle, die wir gefunden haben, ist gestiegen. Weil es hinter verschlossenen Türen stattfand. Jetzt haben wir Systeme, um damit umzugehen. Man könnte sich darum kümmern. Und das geht am besten auf der Ebene des Stadtkreises. Je bürgernäher die Regierung ist, desto effektiver wird sie mit viel Unterstützung eines Gouverneurs sein, der die richtigen Gesetze schreibt und nicht die falschen, und einem Präsidenten, der es vorantreibt. Und die Bundesbehörden, die ihnen international zur Verfügung stehen, da wir noch nicht die Zeit hatten, uns um all dies zu kümmern. Aber dies ist auch ein großes internationales Geschäft. Es ist wie Drogenkonsum. Auf jeden Fall. Riesig. Riesig. Sehr organisiert. Zurück zu Ihnen, Jaco. Ich werde den Leuten, die über sharetogethernow.org mehr herausfinden wollen, sagen, dass sie online gehen sollen, sich belesen, sich informieren sollen und schauen, wie sie ihnen helfen können. Entweder helfen sie mit Spenden, denn das wäre hilfreich, aber vor allem wollen sie, dass die Menschen zu ihnen kommen. Richtig? Und Situationen voranbringen, und dann können sie einschreiten und ihnen bei der Lösung helfen. Man kann nicht länger da sitzen und einfach nur zusehen. Es ist zu weit verbreitet. So wie ich es immer empfinde, gibt es Dinge, die in der Gesellschaft passieren, von denen man nichts weiß. Dafür kann man nicht verantwortlich sein. Ab der Minute, in der man es moralisch betrachtet, ist man jetzt dafür verantwortlich, etwas zu tun. Jeder, der das jetzt mitbekommen hat, dass man moralisch dafür verantwortlich ist, sollte etwas tun. Und finden Sie mehr darüber hinaus, indem Sie sich mit sharetogethernow.org und Jaco in Verbindung setzen. Er wird wieder zu uns kommen, weil es im Leben dieses Mannes viel mehr gibt als nur das hier. Sagen Sie mir einfach, was mit Ihrer Schwester passiert ist. Ich denke, jeder wird das wissen wollen. Sie wurde 6 Jahre später gefunden. Und meine Mutter schwor, dass wir in die Vereinigten Staaten emigrieren, wenn sie in die Locker gefunden wurde. Wir waren immer mit Nashville verbunden, weil sie Sängerin ist. Und das taten wir. Heute ist sie in Nashville als Sängerin tätig. Sie ist eine Künstlerin des christlichen Glaubens. Sie ist Mutter von 2 Kindern. Sie ist gesund, aber es hat ein Jahrzehnt unglaublicher Arbeit gebraucht, und heute kämpft sie in diesem Kampf mit uns. Sie ist Teil unserer Organisation, sie kämpft mit uns. Sie besucht die geretteten Kinder im Krankenhaus und schaut den Mädchen ins Gesicht und sagt, ich war auch mal in deiner Situation, ich bin bei dir und du wirst das durchstehen. Oh mein Gott, nichts ist dort wirksamer. Ich erinnere mich, dass in den Anfängen der Drogenrehabilitation, an der ich früher beteiligt war,
die wichtigste Person der rehabilitierte Drogenabhängige war. Das ist, als ob der Drogenabhängige sagt, du weißt nicht, was ich durchmache. Und der Rehabilitierte versteht, du weißt, was ich durchmache. Es ist viel effektiver, als wenn Sie oder ich es sagen. Jemand, der es durchgemacht hat, sagt, ja, vor 2 Jahren habe ich genau das durchgemacht und Sie übertreiben. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, als ob wir das sagen würden. Ja, Sie können sich damit identifizieren. Und wenn ich darf, ich weiß, dass wir zum Schluss kommen, wenn ich Sie dazu gebracht habe, weil es das ist, wozu Gott mich berufen hat, ich möchte Sie ermutigen, was Sie gerade hier in diesem Podcast getan haben, und ich möchte Sie darin bestärken, weil ich es mitbekommen habe. Sie haben mich gefragt, ob es funktioniert. Dieser Podcast, keine Frage, wird Leben retten, echte Leben. Ich möchte, dass Ihre Zuschauer verstehen, wie wichtig Ihre Arbeit ist. Danke, dass Sie ein Patriot sind. Gott segne Sie, Sir. Wir werden für Sie beten. Wir brauchen Sie. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist richtig. Ich danke Ihnen. Ich bekomme so viel Presse, wie ich kriegen kann, Jaco. Wir bleiben dran, glauben Sie mir. Ich bin seit 1980, als ich das erste Mal davon erfuhr, Mitglied von MAD. Und ich beschäftige mich mit häuslicher Gewalt seit 1983, als ich zum ersten Mal hinter verschlossenen Türen las. Sicherlich wusste ich davon, als ich in der Strafverfolgung tätig war, was in den 90er Jahren irgendwie endete. Irgendwie wussten wir davon. Aber auf Bundesebene war es nicht wirklich ein wichtiges Thema. Es muss jetzt sein und wir werden dafür sorgen. Danke, Jaco. Gott segne Sie und Ihre Familie. Sie tun Gottes Werk. Es ist wunderbar. Nun, das war wirklich ein absolut elektrisierendes Interview. Der Mann, der eine sehr bedeutsame Arbeit leistet und ein Mann, in dessen Organisation Sie sich engagieren sollten. Und das ist eine Sache, bei der Sie sich im Großen und Ganzen engagieren sollten, denn dies ist etwas, was wir wirklich nicht verhindern können. Aber wir können vieles verändern und viele Kinder retten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und wir melden uns wieder mit Rudys gesunden Menschenverstand.